ein chinesischer Kaiser wollte im 7. Jahrhundert nach Christus Korea angreifen. Dafür musste er mit einer riesigen Flotte das Meer überqueren. Allerdings war er bekannt dafür, sehr zögerlich zu sein. Auch dieses Mal machte ihm diese Schwäche zu schaffen. Der Kaiser hatte Angst und traute sich nicht, den Befehl zum Ablegen zu geben. Ein paar Generäle hatten daraufhin eine Idee. Sie schlugen dem Kaiser vor, die Armee erst noch ein wenig besser auszurüsten, bevor die Invasion gestartet werden würde. Der Kaiser war beruhigt, denn so konnte er abwarten, ohne sein Gesicht zu verlieren. Die Generäle führten ihn in der Dämmerung zu einem großen Zelt, um sich moderne Ausrüstungsgegenstände für die Armee anzusehen. Der Kaiser war beeindruckt und erfreute sich an einer ausschweifenden Feier, die im Zelt organisiert wurde. Er sagte den alkoholischen Getränken zu und schlief erschöpft ein. Als er am nächsten Morgen erwachte, bemerkte er ein Schwanken des Zelts, ging nach draußen und bemerkte, dass er sich auf einem der Schiffe der Invasionsflotte befand, mitten auf dem Meer. Nun gab es kein Zögern und kein Zurück mehr. Da er sich den Gesichtsverlust nicht erlauben konnte, war die Entscheidung getroffen und der Kaiser setzte die Invasion fort. Auf diesem Weg hatten die Generäle den Kaiser hintergangen, um das Meer zu überqueren.